Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, meine Freunde, wir haben endlich mal wieder eine Challenge in Brawl Stars und die muss ich heute auf jeden Fall auch mal machen. Ich hoffe mal, dass ich sie diesmal schaffen werde, weil ich muss Real Talk sagen, ich habe es noch nie geschafft, so eine Challenge zu bestehen, weil ich einfach viel zu noobig in dem Game bin. Genau aus dem Grund habe ich mir heute einen krassen Player mit dazu geholt. Hey Henno, was geht? Moin. Ja, auf jeden Fall. Wir beide probieren heute die Duo Variable Challenge und hoffen einfach mal, dass wir auch den Skin bekommen und ja, ein paar Boxen aufmachen können. Leute, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst doch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Aber dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum rum, gehen wir direkt rüber in Brawl Stars. Okay, meine Freunde, jetzt sind wir hier auch schon in der ersten Runde. Wir sind hier auf der Map Sky Creek. Und ich habe mich hier tatsächlich für Edgar entschieden. Henno spielt den Crow. Und jetzt schauen wir gleich mal, dass wir hier auch in der ersten Stage direkt einen Victory holen. Damit wir nicht gleich hier rausfallen. Das wäre auf jeden Fall blöd. Wir müssen ja eigentlich, müssen wir Erster werden oder Zweiter? Henno? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, Zweiter reicht, Zweiter, oder? Ja. Ja gut, das sollte ja nicht so schwer werden tatsächlich. Also ich denke mal nicht, dass es so schwer wird, weil mein Edgar hat tatsächlich auch nur 413 Trophäen. Aus dem Grund sollte das auf jeden Fall alles hier schön machbar sein, würde ich an der Stelle mal behaupten. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, uns nicht gleich von der Shelly töten. Die B hier oben ist down. Perfekt. Dann schaue ich mal, dass ich den bekomme. Ja, wenn wir das eine Team da noch raus haben, dann wären wir ja schon weiter eins, glaube ich. Also die Challenge sollte nicht so schwer sein, wenn das wirklich, wenn man nur Zweiter werden muss. Vor allem weil ja, aber ich denke mal, die Gegner werden besser. Denkst du? Ja, ja, ich glaube, das haben sie sogar mal gesagt, so weit du kommst. Ja, wir werden sehen. Ich hab den Mr. P, jetzt nur noch die Shelly. Ja, hab ich. Ja, komm, das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Glaube ich auch. Easy. Nee, warte, ich muss erst mal an die rankommen, aber dann ja. Ja, wir haben's. Perfekt, easy. Erster Platz in der ersten Runde, so ist das schön. Wir müssen auch schauen, dass wir möglichst viele Starpunkte mitnehmen können. Da können wir nämlich auch noch eine krasse Box später aufmachen und eventuell dann mal wieder Max werden. Ja, Leute, wir gehen in die nächste Runde. Zweite Runde, wir müssen unbedingt gewinnen. Okay, meine Freunde. Ja. Oh nein, bitte, nein! Egal, kein Problem, wir sind Zweiter. Ja, lass mal meine Cubes bitte liegen, dann hab ich noch mal 4, dann kann ich die holen. Ich würde jetzt aber auch nicht drauf schwitzen, Zweiter. Hey, du stirbst doch! Henno, wir hätten Erster sein können. Oh Mann, Henno. Hallo, entspann dich, das war alles so geplant. Ja. Hey, wir sind doch Erster, was? Entspann ja, ohne dich. Mich wären wir nicht das war alles geplant. Wie viele Runden sind es insgesamt? 12, oder? Sind es 9? Ich weiß gerade gar nicht. 3 Stages gibt es. Ich glaube, es sind 9. Oder 12? Okay. 3 Stages. 9 oder 12. Ich weiß gerade auch nicht. Wir haben dasselbe Team wie wir: Crow und Edgar. Ja, ja, wir müssen einen Power Cube Vorteil mitnehmen, dann kann ich den Edgar holen und dann sollten die weg sein. In den Crow springen. Oh, nee. Ja, hol ihn, komm! Er hat mich geslowt durch sein Gadget. Ja, ja, das ist auch. Kriegen wir nicht. Auch, sonst hätte ich ihn auch gehabt. Ja, mach ich mir mal vorsichtig bitte, sonst gehst du gleich drauf, das wäre nicht schön. Okay, come on. Ich habe vor dem Edgar habe ich keine Angst. Ich habe nur Angst vor dem Crow tatsächlich. Achtung, die B ist am gefährlichsten, glaube ich. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Achtung, der hat seine Ulti, der andere Crow. Ja, ja, und wir müssen den Edgar auch ein bisschen abschwächen, sonst springt er in uns rein, dann sind wir raus. Ja, lass mal aufteilen. Lass mal aufteilen wegen dem Edgar. Okay, aber wir haben jetzt beide unsere Jump-Ult, das ist schon mal gut. Beziehungsweise du noch ich nicht ganz. Ich hab's ja gleich, krass. Aber der springt auf mich, ja, gut. Come on, hab ihn, oder? Hab ihn, ja, perfekt, hab ihn. Oh mein Gott, Alter, war der nicht. Komm mal wieder zu. Oh mein Gott, das waren die Schlechten, Mann. Warum sind die so schlecht? Warte, soll ich in die B jumpen? Ich hab noch mein Schild und Ulti. Ja, bei dir wird Honigmann haben. Ich kann die B jumpen. Nee, mach nicht. Spiel safe, die Stimmt. B hole ich auch. Die B hole ich auch, kein Problem. Edgar ist so low, ja. Perfekt. 6 oh, Edgar, das lol, einen. Das ist der strong Edgar. Hä, lol, es leben noch aus 2 Teams? Okay. Du kannst gerade irgendwo reinspringen, oder? Ich glaub, nee, ich möchte nicht. Ich riskiere nicht, ich will meine Ulti aufheben. Lass mal die fighten und dann mach ich das Finale. Ja, Achtung. Ja, passt schon. Die ist respawned. Oder der, Edgar. Ja, lass mich die Edgars spielen. Und dann sollten wir es jetzt gleich haben. Ja. Das sollte nice. Sein. Perfekt. Dritte Gigi. Runde auch gewonnen. Wir haben die erste Stage komplett als erste abgeschlossen. Was? Yo. Henno, wir rasieren das easy durch. Wie viele Stages gibt's? Ah, tatsächlich doch 4. Okay, wird doch ein bisschen längeres Video. Gehen wir in die nächste Stage. So, wir haben jetzt eine neue Map. Okay, Leute, da sind wir in der nächsten Runde. Wir haben nochmal Brawler gespielt. Das spielt Henno den Edgar und ich die Amber.
Und ich schau mal, ob das was wird. Ich denk mal, Feast of Famine wäre Jackie cool gewesen, nur wenn wir uns das für die Brawler-Combo entschieden, weil wir beide die Brawler relativ low haben und deswegen wahrscheinlich eine gute Chance haben, um hier ein Victory rauszuziehen, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Gegner dann dementsprechend auch ein bisschen loster sind, was uns natürlich hier auf jeden Fall einen Vorteil bringen könnte, wenn alles gut läuft. Aber Henno ist mir hier ein bisschen zu aggressiv. Spiel's mal safe, bitte. Ja, ich hab keinen Bock, es hier zu verlieren. Ja. Achtung. Okay. Ja, kein Problem. Ich hol die. Ich kann. Ja, jetzt komme ich. Warte mal, bis du eine Ulti hast und dann kannst du jemand holen. Die Ult macht ja Schaden, oder? Nee! Spring weg! Ach, sorry. Oh mein ja, Gott! Jetzt. Oh mein Gott, war das close! Oh, hier auch wahrscheinlich. Aber der Edgar wird seine Ulti haben, bevor du respawnst. Ja, yeah, kein Problem. Kein Problem. Und irgendjemand campt hier bestimmt. Kein Problem, ich bin da. Ja, ich wusste es. Egal. So, ich kämpfe. Hoffentlich hat der Daryl verloren. Natürlich hat er mich verloren, sonst wäre er schon da. Yeah. Okay, komm mal, wir müssen nur Zweiter werden, das werden wir schon irgendwie schaffen. Dann würde ich aber sagen, switchen wir dann nach der Runde nochmal die Combo. Dann spiele ich nochmal Edgar, ich glaube, das ist ein bisschen besser. No Front an dich an der Stelle, aber... Nein, das verstehe ich. Ich kann Edgar nicht, deswegen habe ich hier noch nur 100 Und die Gegner sind zwar echt bad, aber... Haben halt mehr Power Cubes. Ja, genau. Ah, oh, der Daryl kommt auf mich, du musst ganz gut spielen jetzt. Spiel safe, dann haben wir es auf jeden Fall, wenn du safe wegspielst. Ich spiele ziemlich gut im Busch. Ja, ich sehe schon, Pudi, ich sehe schon. Ich habe auch noch meine Ult im Notfall, also wenn er jetzt... Ja, wir haben es perfekt. Jawohl. Nice. Dann würde ich sagen, ja, geh auf den Edgar. Ich glaube einfach rein, ist ja egal. Warte, vielleicht kriege ich den? Nee, schaffe ich nicht, leider. Schade. Nee. Schade. Aber es sollte ja auch der nächste Victory sein. Oder muss man Erster werden? Nee, man muss nicht Erster werden. Ja, es ist der Victory, chillig, okay. Dann würde ich sagen, switch mir nochmal Combo. Sehen wir uns in der nächsten Runde. Okay, meine Freunde, zweite Runde. Jetzt müssen wir direkt hier wieder punkten. Henry, ich würde sagen, du nimmst mal die oberen Cubes, ich nehme die unteren. Dann haben wir hier nämlich direkt mal drei, das ist schön. Und dann probiere ich hier gleich mal den Brock da drüben zu holen. Ui, die sind ein bisschen besser wie die gerade eben. Also der Brock hat auf jeden Fall schon mal Aim. Naja, nee, er macht Auto-Aim. Oh Mann, er hat doch kein Aim. Ja. Okay, come on. Achtung, drei Leute verfolgen dich. Oh, das ist Jackie. Oh, oben. Tut mir leid, ich dachte, es muss kein Risiko eingehen. Ich habe Jackie mit Jesse verwechselt. Tut mir leid, Pudi. Es waren gerade zwei Teams hinter dir her. Hättest du wahrscheinlich eh nicht viel machen können. Ja, aber wäre es nicht Jessie gewesen, dann hätte ich sie mitgenommen. Egal. Na, es wird schon, ich bin zuversichtlich. Das ist die, die mich getötet hat. Okay. Nein! Oh, schade. Hätten wir die Cubes gehabt, das hat uns extrem viel gebracht. Aua. Ja, leider haben wir es nicht. Das Geld, wir sind Dritter. Schaden. Und ich glaube, wir können... Nee, die kriegt uns nicht. Den Dynamic, den hätte ich gern. Da müssten wir vielleicht mal reinjumpen können. Nur die Bee, die ist ein bisschen problematisch hier. Ich will dir ein Camper-Verstecke wegmachen. Ich mach dir ein Camper-Verstecke weg. Ja gut, ist ein bisschen Base von Ding, aber gut. Ach, da ist die Jessie. Das ist doch eine Jessie. Dann war es eine Jessie und eine Jessie. Oh nee. Ich glaube, ich bin tot. Ja, bin tot, muss irgendwie überleben. Ja, schaffe ich schon. Vertrau mir. Ich hab das Game studiert. Ich spiele das schon so lange. Die Welt muss jetzt erfolgen. Ja, so langsam werde ich es mal hinbekommen. Ich möchte nur den Dynamite töten, dann wäre alles nice. Aber die haben sich auch... Ah, komm mal, wir probieren es aus. Nee, schade. Ich hau ab. Oh, ich glaube, wir schaffen es. Oh mein Gott. Ja, lol, als ob das schon wieder so unverdient geworden wird. Wir haben die erste Runde unverdient gewonnen und wir haben die zweite Runde unverdient gewonnen. Jawohl. Als ob das wir ist nicht unverdient, Runden... das ist Skill. Das ist Skill. Oh nein, wie unverdient. Wie unverdient. Schade. Lol. Egal. GG. Lass mal halt hier bleiben und keine Schüsse machen. Ich könnte in den rein. Na. Ja, aber das bringt uns nichts, weil wir das Team nicht raus haben. Erst wenn wir beide haben. Eigentlich müssten wir die Terra killen, das ist wichtig. Die sieht uns beide. Nee, die hat nur noch ein Gadget. Das sollte reichen. Daryl nervt nicht. Perfekt, ich hole mal ihren Daryl, dann können wir... Ausnahmsweise mal versuchen, sie wirklich ranzuziehen. Ja, komm, ich hab den Daryl getötet. So schlau. Nee, das funktioniert. Die Ult ist echt trashy von ihr. So, und jetzt hole ich die hier und dann sollten wir erst... Ja, aber egal. Primo's down und let's go. Damit haben wir auch zweite Stage durch.
Ja, und auch wieder eigentlich ziemlich sicher. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Lose. Das ist echt nice. So, meine Freunde, jetzt Rockville Brawl. Das ist eine sehr, sehr coole Map. Und ich würde sagen, ich spiele Edgar. Du spielst am besten eine Midranger. Und dann würde ich sagen, let's go, wir sehen uns gleich. Wir haben uns jetzt wieder für Brock und ich spiele nochmal Edgar entschieden. Weil Edgar hat mal relativ gut funktioniert und ich glaube mal, damit könnten wir auch die Stage meistern. Hätten wir Brock genommen, dass wir hier auf jeden Fall auch mal noch was haben für den Fernkampf, weil die Map ist jetzt ein bisschen offener als die ersten beiden. Und da braucht man vielleicht eventuell ein bisschen Fernkampf. Okay, wenn ich meine Ult habe, dann hole ich den Tick da. Aber das sollte gleich sein. Ich habe ihn schon zweimal getroffen. Lass mal einen Cubes holen. Wir haben keine Cubes, sonst schaffe ich das nicht. Ja, stimmt. Vielleicht ist oben in der Ecke noch einer. Ja, perfekt. Den brauchen wir. Sehr, sehr wichtiger Cube auf jeden Fall. Okay, dann haben wir zwei. Die Runde könnte echt... Oh Gott. Ich habe so versagt. Oh mein Gott, war das bad von mir. Oh mein Gott, Leute. Ah, RIP. Jetzt könnte die Stage nicht schwer werden. Da ist keiner drin. Bitte spiel nicht so auffällig. Dann lass mal eine Runde campen. Ich habe noch alle drei Raketen. Also okay, ich kann damit... Ja, aber wir können nicht da oben links halt, wenn du da mit der fetten Rakete hinschießen könntest. Aber dann müsstest du von der Mitte aus schießen. Das wird schwer wahrscheinlich, Alter. Come on. Wenn wir Dritter sind, sollten wir schon safe dastehen, oder? Bleib du mal ein bisschen. Schieß mal hier rein, perfekt. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Perfekt, sonst sollten die gleich von dem Edgar geholt werden. Geht doch vom Edgar. Oh, warum geht der Edgar jetzt auf mich? Ja, passt, ich bleib da. Das war total blöd. Wenn er reinspringt, ist er tot, das weißt du. Okay. Mhm. Okay, passt. Dann sind wir drin. Problem ist. Oh, ich hab sie angelockt. Oh, tut mir leid. Mhm. Ich hab noch meine. Oh, das sind die anderen, Oh mein Gott. Hol ihn! Nein, was? Ich konnte nicht. Oh Gott. Ich glaube, pass auf. Wird nix, wahrscheinlich. Du kannst ihn. Ah, schade. Egal, erster Los. Erster Los, ja. Ah, von 4 Loose ist easy, come on. Weiter geht's, nächste Runde. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Cubes, um zu gewinnen. Wenn wir keine 4 Cubes haben, sind wir schon raus, gefühlt. Weil das eine richtige Camper-Map ist, Rockwell. Was ist die letzte Map eigentlich? Schau mal, bitte jemand campt? Weißt du, was die letzte Map ist? Ich hab nicht nachgeschaut. Hoffentlich nicht. Wie heißt sie? Die ohne Power Cubes. Forks and Falls. Wäre echt blöd. Oh, die ist. Ich. Aber ich glaube, es ist Double Trouble oder sowas. Ich hab wirklich nachgeschaut, sonst würde es uns echt wahrscheinlich was helfen. Wo kamen gerade die B-Schüsse her? Von da drüben. Ah, die hat auch einen Edgar. Von Edgar links. Ist schon echt Trotze. Ich habe schon gesehen, ja. Da unten könnte jemand sein. Nein. Mach mal bitte die Turret weg. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal einen Kill holen, damit wir hier... Ach doch, hier ist nicht... Oh Gott, ja, perfekt. Ihr wurde gecampt. Pass auf. Lebst du noch? Nee, du bist tot. Schlecht, ganz schlecht. Wirklich sehr. Also links campen Leon und eine Jessie. Oh Gott, pass auf, da sind bestimmt auch wieder Camper. Nee, das sind keine. Dann lass uns da reingehen. Oh je, stehen wir schlecht da. Das könnte echt schwer werden. Das könnte echt sehr, sehr schwer werden noch. Oh mein Gott, Leute. Vielleicht switchen wir gleich mal die Brawler runter. Dann spielst du Edgar und ich Amber. Dann sind wir tiefer mit den Trophäen. Ich glaube, das bringt mehr. Ja. Ich glaube einfach, Brock allgemein ist nicht so das Wahre hier auf der Map. Doch, Brock ist hier ziemlich stark sogar normalerweise. Come on. Perfekt. Oh nein, die Bee! Nein, ich meine nicht Bee, sondern Jackie! Oh nein! Jetzt hab ich ein Problem. Mach die Fette! Oh nein! Ach, hab ich! Die Fette. Ich hatte sie, aber... Ist blöd. Ja, hab ich gerade. Blöd. Wir brauchen dringend... Oder willst du mal Brock versuchen? Ne, lass mich dann Amber spielen, dann spielst du Dings. Dann haben wir wirklich tiefere Trophäen. Ich glaube, das funktioniert besser. Oh man, wir dürfen jetzt nicht mehr versagen. Was ist die letzte Map? 2000 Lakes. Oh je, die ist auch noch ziemlich schwierig. Oh Gott. Oh je. Und wir haben jetzt die Hälfte. Wir haben schon 2 Loses. Ja, stimmt tatsächlich. Wir müssen jetzt echt gut spielen. Wir dürfen jetzt keinen einzigen Lose mehr mitnehmen, sonst war's das. Oh nein. Okay, das muss der nächste Victory sein. Wir müssen nach links gehen, ich wäre nach oben gegangen. Okay, wenn du nach links willst. Ja, aber wir hatten einen schlechten Spawnpunkt. Oh Gott. Kannst du die bisschen auf Entfernung halten? Die bleibt weg, die traut sich nicht. So, und hol den da unten. Hol du die untere? Ja, aber da ist doch. Ich geh mal für die hier oben. Ich hab halt keine Schüsse. Ja, ich hab den Cube nicht bekommen, aber egal. Lass mal warten, bis ich voll bin.
Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal das Ziel, wie ich hier im Victory hole. Da oben ist eine Shelly. Ja, ich probiere es. Ich sag ja, hab's da. Und hol die da, perfekt. Schau, nice, Trophäe, schon viel besser. Das ist so viel schlechter auf den niedrigen Trophäen. Mhm. Achtung, Shelly mit Ult ist halt immer noch gefährlich. Ich weiß. Aber trotzdem, die sind wirklich deutlich, deutlich schlechter auf dem Trophäenlevel. Dann lass hier einfach bleiben, wenn wir schon Low-Brawler haben. Pass auch ein bisschen auf Shellys aus. Das ist auch ein Hautcounter gegen dich. Die können dich auch easy zerschlecken. Ich kann versuchen. Nein! Oh Gott, pass auf, wenn die Ult haben, bist du raus. Okay, aber wir stehen so gut da. Ja, ich weiß, aber du hast es schon low. Wir stehen so, so gut da. Leute, wenn wir das noch verlieren, wir echt RIP. Nice. Ja, was war danach? Es gibt noch jemanden. Die Shelly ist abgehauen da drüben. Ah, da oben. Ah, Jackie. Wenn du Ult hättest, wäre schön, aber hast du. Ich hab gleich mal eine Ulti, dann hole ich. Ja, die hat gleich einen Respawn, tatsächlich von ihr Mate. Hm. Nicht mehr schnell genug, oder? Doch. Doch, doch, doch. So. Ach, das ist eine Shelly. Nee, eine Piper. Lass den Nahkampf gegen Peach bleiben. Dann können wir sie easy. Achtung, pass auf. Du bist ein bisschen low. Nee, Peach macht doch nicht so viel Damage. Okay, und jetzt noch ein Victory. Wäre auf jeden Fall saftig. Müsste da unten noch immer noch campen, oder? Wo sie vorhin war. Ich predikte hier. Ah, schade. Ah, doch, ich war hier einmal. Richtig predicted. Junge, pass auf! Junge, lol, du musst immer der zweite sein. Entspann dich, du hast es immer aufgelegt. Junge, das war richtig knapp. Das war so knapp. Das war nicht knapp. Natürlich, das war absolut knapp. Du warst schon tot. Oh Mann, Alter, nächste Runde. Du warst quasi schon tot. Ich hab's gesehen. Oh Mann. Lass hier bleiben. Lass hier chillen, come on. Ja, ja, ja. Wir spielen es safe. Obwohl. Na, der nein, kriegst du der ist mir so low. Nee, aber der wreckt doch. Der wreckt doch mit jedem Schaden. Nee, jetzt kriegst du ihn. Aber jetzt wird der abgestaubt. Ja, den hast du. Perfekt. Oh mein Gott. Auch ab. Let's go! Was? Lol, was für ein Abstauber. Oh mein Gott. Junge, was für ein Abstauber. Oh mein Gott. Never. Lol. So unverdient schon wieder. Weil der 7er Edgar hat jetzt theoretisch verloren. Oh Mann. Also dritter geworden. So, letzte Runde von der Stage. Wenn wir die noch haben, kommen wir in die letzte Stage und haben noch drei Loses. Das ist auf jeden Fall nice. Ja, ich würde sagen, wir brauchen wieder viele Power Cubes, dann können wir die Stage auch noch easy holen, würde ich sagen. Gut, come on. Erster Power Cube habe ich. Nein, ist nichts. Oh nein. Aber einen aus der Mitte holen, das war's. Okay. Oh Gott, ja, ich bin direkt tot. Nein, bist du nicht, weil ich ihn hab. So. Kriegst du den? Jawohl. Okay, ja, wir haben 4. Das ist schon mal nice. Dann lass mal den Search. Na, probier den Search. Oh, schau. Oh mein Gott, der hat Gadget. Ist hier jemand? So ein Lack, Alter. Nee, ist niemand. Lass trotzdem den Search nochmal probieren. Achtung, Search macht viel mehr Schaden wie du. Ja, aber hab ihn ja fast tot. Oh Mann, er ist fast tot gewesen. Aber ich hätte. Ich weiß nicht, wo die sind. Da unten kommt einer. Die sind oben links in dem kleinen da. Da ist er, ja. Ja. Problem ist, ich kann nicht in den Tab reinschauen. Nee, komm mit. Das passt. Der hat nur ein Gadget, aber lass safe spielen. Wir haben 4 Cubes, das geht. Da werden welche drin sein, aber. Nein. Nee, ist er nicht. Aber vielleicht ganz rechts. Glaube ich nicht. Tja. Nee. Okay, come on. Ich würde gerne noch mal einen Kill machen wegen den Cubes. Dann hätten wir nämlich sehr da unten. Hol mal. Perfekt. Schön. Schmeckt, nice. Meine Freunde. Jetzt haben wir 6 Cubes. Oh, das ist da war noch einer. Der hätte mich so easy holen können. Hätte er nicht, weil du ihn gehabt hättest, weil du höher bist. Ich habe gerade nicht auf mein Handy geschaut. Wegen dem Relifen. Okay, come on. Ja, komm, 6 Cubes sollte machbar sein. Lass ein bisschen chillen. Wir müssen zusammenbleiben, weil wenn mich ein Edgar anspringt, bin ich tot. Aber zusammen sind wir stark. Ich warte, bis der Mate respawnt, ne? Der hat, dessen Mate ist schon respawned. Ja, ja, selber. Der jumpt gleich weg. Ja. Ich sag doch, man kann über zwei Linien springen. Ich gedacht, Achtung, pass auf, da oben ist die Terra, da oben hier drin. Dann holen wir die doch, oder? Perfekt, dann haben wir auch den nächsten Victory. Haben wir die Stage geschafft? Und wir haben nice! So, come on, dann ist noch den da unten. Und für den Flex werden wir jetzt noch Erster. Ja, nein, pass auf, wegen dem Edgar. Wir müssen das schlau angehen. Der Search hat nämlich eine Ult. Wenn du in den Search springst, springt der hoch und tötet dich. Deswegen muss ich den anknacksen, dass du ihn nicht hast. Und ja. Jetzt sollten wir ihn haben, perfekt. Come on. Achtung. Das war noch knapp. Aber wir haben es geschafft. Easy, Alter.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Stage, meine Freunde, und holen den Victory. Okay, meine Freunde, wir sind tatsächlich bei der gleichen Combo geblieben und schauen mal, ob das wieder. Du hast den oberen, nicht den unteren. Ne, hol du den unteren, weil du schon auf dem Jump Pad bist. Wir müssen das jetzt sehr, sehr vorsichtig angehen. Wir dürfen nur noch einmal sterben, beziehungsweise beim zweiten Tod sind wir raus. Und das möchten wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen unbedingt das Sieg haben. Oh, warte. Ja, hast du, come on, hast du, easy. Easy peasy. Ich komm nicht ran. Pass auf, warte, die Bee auf. Lass die Bees sein, okay? Oh, Byron ist voll gut. Sein. Byron habe ich auch noch auf 0 Trophäen. Könnte man auch spielen, theoretisch. Okay. Lass lieber die Safe-Kombi spielen, die wir gerade schon spielen. Zu einem Victory sage ich nicht nein. Oh nein, ich hab die Eltern gesehen. Pass. Alles schön. Wir schaffen das, come on. Wir haben 7 Cubes. Lass ganz erst vorsichtig spielen. Wir haben 7 Cubes. Das kann uns keiner mehr nehmen. Zweiter sollte drin sein, weil die anderen haben 6. Und ja, aber die anderen sollten nur eine oder so haben. Oder zwei. Genau, maximal. Und das ist ein Zweier, Edgar. Ja, den holst du. Oh, hilf mir doch, Mann! Ich war nicht da. Das war ja klar, unten. Dass der auf mich geht. Ich hab gedacht, du greifst ihn an. Oh Mann, du hättest ihn angreifen müssen. Er ist über mich gesprungen. Ich hab ihn noch eingegriffen. Ja, aber der war direkt vor deiner Nase. Oh Mann. Nein, wir waren durch eine Mauer getrennt. Wir waren durch diese Mauer hier getrennt. Ja, aber er stand doch unten, wo er an dir vorbei hergelaufen ist. Er stand ja hier 5 Minuten. Ach, Mann. Und als ich ihn treffen wollte, ist er hochgelaufen. Jetzt haben wir ein Problem. Hol mal die Piper. Weil die ja kein Mate, und jetzt oder? Der Mate-Spawn. Oh, wow. Die hat so eine Wegstoß zu Ulti. Gadget. Ich schau mal, dass du überlebst, das ist das Wichtigste. Ach, das ist er. Na, come on. Die rechnen nicht. Nein, bleib mal bitte in den Busch stehen. Ich mach jetzt eine Taktik. Die rechnen nicht, die Edgars, dass du da mit 11 campst, deswegen lock ich sie an und dann töten wir. Wir müssen die Pipe holen, die ist die letzte. Ja, nee, wir locken die. Achso, ja, gut dann. Ja, lass die, ja, passt schön, hä. Haben wir gar nicht mal eine Taktik gebraucht, dann hol mal noch die Bee, come on. Ja, schau ich nicht. Junge, Byron ist ja so egal, als ich dachte. Aber schön. Machen wir. Passt. Gehen wir die nächste Runde. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, wir haben es. Es läuft nur so gut, weil wir so lowe Brawler haben. Anders würden wir es wahrscheinlich nicht easy schaffen. Oh Mann. Wir haben vorher mit 2 hohen Brawlern zweimal verkackt. Ja. Nee, nicht mal 2 hohen Brawler, 2 normalen Brawler. Stimmt. Okay, guess who's back in the business. Es ist ein Rechtskeiner, wir müssen in die Mitte. Ah, stimmt, rechts sind andere, schade. Rechts waren 2, aber da waren andere. Wir müssen in die Mitte. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber das ist auch schön in unserem Brawler, weil wir sehr viel Damage machen können, weil ich mach viel Damage, du machst viel Damage. Das ist schön. Ist die Bühne nach oben. Okay, sind überall Leute. Wir brauchen mehr Cubes. Ja, aber ich kann die Bee halt nicht bisschen, fighten. Aber ich kann auch die Bee auf Distance halten, das ist gut. Wenn sie sich verschießt, jump. Nee, die hat Honigmantel, dann tötet sie dich. Ach, stimmt. Mann, dieser scheiß Honigmantel. Ja, der ist OP, ich weiß. Du müsstest damit Gadget machen, anders geht's nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Oh, lass weggehen. Oh nein. Oh Gott. Das wird eine schwere Runde, sag ich dir. Weil wir zu wenig Cubes haben. Da oben. Ach scheiße, da oben sind auch welche, pass auf. Ja, lass den. Töt den Edgar, dann töte ich den Byron, dann haben wir mehr Cubes. So, und die tötet mich gleich. Ja, schade, ich bin tot. Oh mein Gott, pass auf. Ja, lauf nach unten, das geht. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Oh mein Gott, Leute. Das ist eine richtig schwere Runde. Nimm den rechts mit. Rechts ist einer halb tot im Busch. Ist ja wieder revived. Zu spät. Ja, da war der drin. Der Leon, der war fast tot. Ich hab's gesehen, aber nach links gehen. Ich wollte kein Risiko eingehen. Lass den Busch nehmen. Der hier ist besser, der ist sicherer. Oh nein, er hat mich gesehen. Na, aber da oben ist auch noch. Er hat mich gesehen, nicht dich. Na doch, hat er. Der Byron hat mich gesehen. Oh ja, toll! Ich wusste, dass da oben welche sind. Ich glaube, das war's. Das ist auch sehr unlucky, die Runde. Scheiße. Ja, oh. Shit. Das wird schwer. Ich würde auch gerne Beat spielen, aber dann haben wir wieder hohe Brawler. Sollen wir nochmal gleiche Combo nehmen oder sollen wir nochmal switchen? Problem ist, wenn wir switchen, könnten wir auch übel reinscheißen. Ich habe einen Byron auf 0 Trophäen. Vielleicht ich will jetzt auch nicht rausfliegen.
Ich hab einen Lou auf 6 Trophäen. Aber. Nee, es ist irgendwie, es ist nicht das Risiko wert. Ja, komm, ich bleib bei Edgar und du dem Byron. Vielleicht sind die Gegner dann noch schlechter, oder? Byron ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ich habe Byron noch nie gespielt. Stimmt, aber Byron musst du dir ein bisschen so vorstellen wie Piper, glaube ich. Vom Reinschuss her. Komm, wir gehen rein! Bloß, dass du nicht so viel... Du kannst übrigens, falls ich low bin, kannst du auf mich schießen, dann heile ich. Also mit deinem ganz normalen Schuss. Ey Leute, wir haben eine neue Combo. Ich spiele Byron auf 0 Trophäen. Oh man, ich habe noch nie in meinem Leben Byron gespielt und er macht einfach keinen Schaden, gefühlt. Oh mein Gott, macht der wenig Damage. Oh lol. Oh je. Ja. Okay Leute, das könnte echt schwer werden. Aber damit können wir gut Beast ausschalten. Oh Junge, Junge, Junge. Das wird echt eine schwere Runde, Herr No. Ich habe halt noch nie in meinem Leben Byron gespielt. Und ich hoffe aber die Runde nicht verlieren. Ja, wenn wir verlieren, sind wir raus. Das wäre echt blöd. Der Typen? Hä, wie soll der sich jetzt hitten lassen auf so eine Distanz? Junge, aber er hat eine riesen Range, das muss man sagen. Willst du den holen, den Edgar? Hol den, komm, hol die, hol die, komm, das geht, hol sie beide, hol beide. Easy. Nice. Hab ich. Hä, der holt dich nicht. Ja. Ich sollte eigentlich sein Gadget nicht benutzen, hätte ich dich gehabt. Lol, so ein Noob. Ich hab voll erfasst. Ich hab Angst, dass der durchrutscht. Ja, es war auch berechenbar. Ich wollte Gadget. Ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Ich hab einfach gelaggt. Och nein. Wenn wir jetzt so verlieren. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich lag in der letzten Sekunde und kann nicht wegspringen. Es ist so dumm. Das ist so lächerlich. Nein. Können wir nochmal? Nein, wir haben es nicht geschafft. Och nein. Oh nein. Es hätte so einfach sein können. Oh Mann, lass uns die Gegner nochmal anschauen, ob der wirklich sich was geswitcht hat. Nee, die Gegner sind gleich geblieben. Wir hätten nicht Byron spielen dürfen. Der Byron war das Problem, weil ich den nicht konnte. Schade. Ja, nein, das Problem war, dass genau in der Sekunde, als ich wegspringen wollte, ich gelaggt habe. Deswegen konnte ich mich easy killen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ja, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, habt ihr es geschafft, die Challenge zu beenden und habt ihr den neuen Warrior Ball bekommen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst doch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Spiel nicht so viel Brawl Stars. Haut rein. Und tschüss, meine Freunde. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.